So, wir haben hier richtig warmes Wetter in Wertheim, deswegen bin ich heute mal in kurzer Hose unterwegs. Aber schönen guten Tag zu einem neuen Video von Gümer TV. Ich bin's wieder, euer Philipp. Ich muss zugeben, wir haben uns wirklich gut überlegt, ob wir dieses Video machen möchten, aber eins ist mir auf dem Kanal wichtig, und zwar das Thema Transparenz. Deswegen schauen wir uns heute mal die beiden Niesmann und Bischof Ice Move neben mir ein bisschen genauer an. Wir haben ja viele Features da drin, die es wirklich so noch gar nicht gibt. Und die wollen wir halt einfach heute mal auf Herz und Nieren prüfen. Und wir machen noch was, und zwar mal eine Probefahrt mit zum Fahrzeug. Hat es auf unserem Kanal auch noch nicht gegeben. Und von unserem Fahrzeugcheck werden wir heute euch auch mal ein bisschen was zeigen. Und ich hätte gesagt, ein kleines Highlight-Video können wir trotzdem machen. Vorab muss man natürlich dazu sagen, der Ice Move hat wahnsinnig polarisiert. Unser erstes Video, als der vorgestellt wurde, hatte über 80.000 Views auf YouTube. Wahnsinnig krass. Können wir euch auch gerne nochmal unten verlinken. Auch die Kunden selber fahren total auf das Fahrzeug ab. Man muss auch dazu sagen, die Optik, diese Features innen drin, diese Patente, die angemeldet wurden, das gab es halt einfach so noch nicht. Aber es gab in dem Sinne auch ein paar negative Stimmen. Und zwar: Das Ausstellungsfahrzeug, das haben wir schon seit September, ist von der Erstserie. Das hatte auch noch ein paar Kinderkrankheiten, das muss man dazu sagen. Da gibt es an der Stelle auch ein cooles Video von dem Geschäftsführer von Niesmann, der mit dem Ding mal in den Urlaub gefahren ist und das mal mit seiner Familie getestet hat. Wahnsinnig authentisch, und dort wurde auch selbst von Niesmann noch mal dazu erwähnt, dass es da noch ein paar Sachen gibt, die noch ausbaufähig sind. Und genau deswegen stehen wir heute hier, gucken uns das Fahrzeug an, weil es ist relativ teuer, ja, 120 bis 130, 140.000 Euro kann man für so einen Ice Move ganz gerne mal ausgeben. Und da ist natürlich auch entsprechend Qualität und Luxus, soll da natürlich auch drin sein. Und deswegen machen wir heute mal das Video. Zum Thema Fahrzeugcheck habe ich jetzt mal jemanden mitgebracht. Das ist der Uwe aus Wertheim. Der macht für uns in Wertheim hier die Fahrzeugchecks, guckt die Fahrzeuge natürlich durch und prüft natürlich, ob alles in Ordnung ist, auch vor der Auslieferung. Wir werden jetzt mal ein bisschen drauf eingehen, aber ganz wichtig an der Stelle, wir können jetzt natürlich keinen ganzen Fahrzeugcheck zeigen. Das würde den Rahmen dieses Videos und einem extra Video auch sprengen. Uns geht es jetzt nur mal wirklich so ein bisschen darum, mal so ein paar Einblicke zu kriegen, wie es denn wirklich aussieht. Weil wir haben jetzt schon ein bisschen gesprochen, also der Fahrzeugcheck an für sich soll ja so sein, oder das Fahrzeug soll so geprüft sein, wie der Kunde das zum Schluss dann eben auch nutzt, dass dort keine Mängel mehr auftreten. Ne? Genau. Also Uwe, noch kurz für dich zur Frage, wenn du jetzt anfängst zu checken, du hast ja ein Protokoll zur Hand, genau, wie gehst du da im Normalfall immer vor? Also anfangen tue ich meistens halt einmal außen rum, ja, um das Fahrzeug, ob irgendwelche Mängel entstanden sind durch den Transport oder halt vorher schon bei der Produktion, und ansonsten, ja, gehen wir einfach mal um die Runde rum. Ja, also zum Beispiel, wir haben ja immer diesen Blick von der Seite, ne? Genau. Das machst du ja immer ganz gern. Vom Blickfang, ja, sieht man das halt. Entschuldigung. Alles gut. Vom Blickfang sieht man das halt, wenn man seitlich guckt, ob da schon irgendwo eine Delle drin ist und so weiter. Durch die Erhebung oder. Ansonsten gucken wir halt die Spiegel an, was ganz wichtig ist. Weil hier hängt man ja doch mal irgendwo fest. Mhm. Oder der LKW-Fahrer, kann passieren. Ja, ansonsten gehen wir mal einfach ringsrum. Genau. Halt, ob da hier irgendwo was ist, irgendwelche Schäden. Mhm. Steinschlag kann auch passieren. Kurz mal drüber geschaut. Irgendwelche Lackfehler sind. Mal fix. Genau. Felgen halt auch, wenn die hier schön schwarzen Felgen. Mal kurz anschauen, dass das
gut ausschaut, kein Kratzer drauf sind. Mhm. Passt. Und bei der Außenbegutachtung guckt man dann natürlich auch die Klappen an, ne? Natürlich. Also machen wir die Klappe hier mal auf. Genau. Das ist die Wartungsklappe. Können wir gleich einen Atemzug gleich alles zumachen. Ja, später fürs Wassersystem dann auch wichtig, dass das natürlich auch geprüft wird. Genau. Wenn wir schon beim Thema Wassersystem sind, natürlich, wenn wir schon draußen sind, dann füllst du auch gleich das genau. Wasser ein. Ne? Richtig. Circa 75%. Okay. Füllen wir rein, damit auch Dichtigkeit gewährleistet ist vom Frischwassertank. Ja. Damit man auch das System komplett durchfüllen kann. Ja. Und genau, dann können wir schon nach innen gehen. Genau, ganz wichtig ist auch an der Stelle, alle Klappen, die jetzt da überprüft werden, wird natürlich auch der Inhalt von diesen Klappen dann geguckt, ob da irgendwelche Beschädigungen sind oder ob da irgendwas sein sollte. Ne? Natürlich, natürlich. Genau. Das auf jeden Fall. Dann geht's drin weiter. So, jetzt sind wir im Fahrzeug schon und ich fange jetzt an mit dem Fahrzeug selber zu testen. Das ist halt die Elektrik, also Lichter, Hupe, Geräusche von der Trittstufe ganz wichtig, dass die während der Fahrt halt wirklich ein Geräusch macht, wenn sie draußen sein sollte. Ich würde es mal starten und da werden wir gleich was hören. Ja. Ich setze mich mal nebendran. Mal kurz eingestellt. So. Automatik? Ja. Oh, piept alles genau. Schön. Kann man beim Niesmann hier schön ausmachen. Richtig. Perfekt. Urherrlich. Jetzt werden noch die Lichter gecheckt. Dafür brauchst du dann natürlich jemanden. Ne? Genau. Hupe natürlich. Ob sie geht. Geht. TÜV relevant. Nebler. Und geht auch. Ja. Rückwärtsgang. Natürlich auch, ob die Kamera funktioniert. Funktioniert. Kommen wir wieder in Parkstellung. Blinker. Und die Scheibenwischer. Genau. Perfekt. Ja. Wie zum Beispiel. Ja. Wie geht's jetzt weiter? Genau, also ich würde jetzt von der Aufbautür anfangen, alle Fenster, alle Rollos mal durchzuprobieren. Mhm. Steh mal kurz auf. Ja, dann kann man auch mal gleich den Wasserhahn testen. Genau. Wasser lassen wir ja auf der Mittelstellung. Das wirklich entlüftet, das ganze System. Warte, das gleiche steht. Wir jetzt kann man ja währenddessen dann laufen lassen. Wir haben es aber schon. Funktioniert. Funktioniert, genau. Alle Fenster durchprobieren, ob alle Rollos funktionieren. Verdunklung, fliegen. Mhm. Das Ganze wieder hoch. Und natürlich auch die Klappen dann, ne? Die Klappen, genau. Fenster halt, dass das funktioniert. Ja. Hält. Sehr schön. Genau, und dann gehe ich einfach her, probiere die Klappen. Schau mir das an, dass es einigermaßen gut gearbeitet ist vom Hersteller. Ja, ich probiere jetzt wirklich alles noch aus. Das ist halt wie beim Kunden. Er probiert es genauso. Und es muss halt stimmig sein, das Ganze. Probiere alles aus, die ganzen Klappen, Lampen und die ganzen Spaltmaß und sowas, ne? Richtig, ja. Mhm. Was man halt dann noch nachbessern kann und. Fenster, Dachluken schauen und genau. Bad auch, ganz wichtig. Auch durchprobieren. Ja, also im Prinzip werden alle Verbraucher getestet. Es wird die Elektrik getestet, ob da alles richtig, klappt. Richtig. Beleuchtung, genau. Verständlicherweise. Klima, wie wir jetzt auch hier drin haben. Genau, ja. Und dann kommt natürlich noch die Gasprüfung und alle Gasverbraucher, ne? Genau, ja. Weil das Fahrzeug kriegt ja dann die 2 Jahre Gültigkeit für die Gasprüfung, was ja für den TÜV dann ja auch wichtig ist. Ja. Und genau, das halt dann noch mit dem Siegel hinten. Genau, dass da auch von der Seite alles sicher ist, weil Gas ist ein sehr sensibles Thema in Deutschland, ne? Wenn da irgendwas passiert. Das stimmt. Da muss die Gasanlage dann auch entsprechend getestet werden. Genau. An der Stelle mal wichtig, ich finde das Thema Gasprüfung eigentlich wirklich sehr interessant. Also wenn ihr da euch mal ein Video wünscht, explizit zum Thema Gasprüfung, wie die abläuft, was getestet wird, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Also ich hätte da Lust drauf und wenn ihr da auch Lust drauf habt, dann, wie gesagt, lasst es uns wissen. So, jetzt sind wir nochmal vorm Fahrzeug. Da hast du jetzt dann auch noch ein paar Kleinigkeiten zum Checken, ne? Genau, also was halt wichtig ist, natürlich ein Reifendruck, weil der Hersteller macht es vielleicht doch nicht ganz genau oder. Es gibt ja ein Buch im Fahrzeug drin, da steht alles drin bei dem Reifen. Also sprich, man geht auf die Reifengröße ein, guckt halt das Gewicht, was das Fahrzeug hat und darauf den Druck, den der Reifen benötigt. Natürlich auch die Drehmomente nochmal nachziehen, aber natürlich, wenn Sie das Fahrzeug dann benutzen etc. nach 50 Kilometer circa, sollten Sie es trotzdem nochmal nachziehen. Ja. Wir machen es zwar, aber das Fahrzeug hat ja jetzt circa vielleicht 5 bis 7 Kilometer erst auf der Straße. Ja, okay. Genau. Und dann noch die Flüssigkeiten, ne? Die Flüssigkeiten, genau, das hätten wir ja dann vorne im Motor.
Da halt nochmal schauen, Öl, ganz wichtig, Kühlflüssigkeit, alles was halt Fahrzeug, was beim normalen Pkw ja das gleiche ist. Ja. Und wir haben noch einen Zusatz, bei einer Warmwasserheizung wird auch diese Flüssigkeit noch getestet. Ja. Ne? Die hat auch einen Füllstand und der muss natürlich dann auch stimmen. Genau, richtig. Vielen Dank, Uwe, wirklich für deine Auskunft. Wir haben euch jetzt wirklich mal grob umrissen. Wenn ihr dazu euch ein separates Video wünscht zum Fahrzeugcheck, auch das dürft ihr uns gerne in den Kommentaren wissen lassen. Merken schon, ist sehr umfangreiches Thema. Ja? Da gibt es wirklich so viel zu sehen. Und wir gucken uns jetzt mal nochmal genau diese funktionalen Dinge von dem Niesmann im Fahrzeug an. So, den Uwe wollten wir jetzt nicht zu lange einspannen. Der hat natürlich noch ein bisschen was zu tun. Aber wir gucken uns das Fahrzeug jetzt nochmal genauer an. Und zwar gehen wir jetzt mal explizit auf diese Dinge ein, die wir damals schon mal gezeigt haben und prüfen jetzt nochmal, wie sie jetzt im Endzustand sind, wenn der Kunde sie praktisch bekommt. Ganz, ganz wichtig, mal hier zu sehen, war damals noch nicht möglich, das zu erblicken, wie das Fahrzeug jetzt aussieht ohne Hupe. Da haben wir nämlich diese zwei Klappen vorne und hier diese zwei Klappen in so einer Art L-Form. Und finde ich auch vom Raumgefühl her und generell sehr, sehr gut gelöst. Und wenn wir jetzt noch mal einen Blick ins Innere werfen vom Fahrzeug, der sieht wirklich so schön aus, das muss ich echt sagen. Also das ist auch genau der Punkt, warum der Niesmann so gut ankommt, weil er sich total von dem abhebt, was wir derzeit so an Wohnmobilen haben. Also ein ganz, ganz neues Konzept. Da haben wir zum Beispiel einmal hier diese Tischfunktion. Ja? Ich kann mich noch daran erinnern, wir haben natürlich die Problematik, dass wenn wir das weit oben anfassen, haben wir halt so eine Verwindung, dass der Tisch sich nicht verschieben lässt. Das hat natürlich den Vorteil, dass wenn ich den Tisch jetzt hier umklappe und den hier oben irgendwie anfasse, er sich jetzt nicht wirklich bewegen lässt. Wenn ich den verschieben möchte, dann sollte ich schon eher ein bisschen weiter unten greifen oder vielleicht auch mit dem Fuß, ja, weil sich sonst zu arg verwindet und halt ein bisschen schwergängiger ist. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Geschichte. Dann haben wir hier diese Sitzbank. Da haben wir die Kissen, die wir wegnehmen. Auch da prüfen wir jetzt einfach nochmal, wie es jetzt im Endzustand ist. Ja, ich habe hier unten meinen Hebel. Dann klappe ich das hier praktisch so um. Und dann kann ich das hier reinschieben und kann hier zusätzlich noch dieses Polster hier rausschieben. Habe dann hier noch ein Zusatzpolster, was ich einklappen kann und auch hier noch die Kopfstützen, die ich dann hier noch reinmachen kann. Und das ist jetzt was wirklich sehr gut funktioniert, das muss man wirklich sagen. Also auch von der Qualität her wirklich top. Und man sieht jetzt auch hier gerade auch dieser Filz, der hier mit Klett angebracht ist. Der ist deutlich massiver und besser angebracht, als es damals der Fall war. Und auch die Haptik, die Wertigkeit von den ganzen Möbeln ist bei dem Niesmann IceMove wirklich gut gemacht. Wir haben jetzt hier noch dieses elektrische Regal. Das war ja auch eins der Highlights. Hat man gut gelöst. Wir haben jetzt hier diese Elektronik. Ja, ich fahre jetzt praktisch das Regal hoch. Und irgendwann kommt es an den Punkt, wo es nicht mehr weitergeht. Und zwar jetzt. Jetzt aktiviere ich das praktisch gerade nochmal und dann fährt es bis ganz nach oben. So, und was ich jetzt hier oben sehe, muss ich ehrlich gestehen, das muss ich ein bisschen kritisch betrachten. Wir haben jetzt hier nämlich noch so ein bisschen Luft nach hinten in den Schlafbereich. Muss ich gestehen, gefällt mir jetzt persönlich nicht so gut, aber trotzdem finde ich das Regal oder wie das aufgemacht ist, wirklich klasse. Und dann haben wir praktisch hier noch diese Schiebetür zum Zumachen. Ne? Und dann, wie gesagt, hier oben. Und hier haben wir auch einen kleinen Spalt, wobei der Spalt ist bei den normalen Reisemobilen auch da. Ne? Ich sage jetzt mal normal, abgesehen vom IceMove mit diesem Konzept. Dann haben wir natürlich diese ganze Beleuchtung, die Elektronik hier, das ist eigentlich schön gemacht. Ich kann hier alles separat anwählen per Steuerung. Die Küche und das Schlafzimmer kann ich auch nochmal separat vom Schlafzimmer aus steuern. Das zeige ich euch auch mal kurz. Und zwar hier unten habe ich dann praktisch meine Lampen sozusagen. Kann die dann auch nochmal ausmachen und kann praktisch auch die Küche ausmachen.
dass wenn ich schlafen gehe, ich hier ganz bequem alles vom Schlafzimmer aus ausschalten kann. Die Rückwand hinten aus Filz, auch wirklich sehr, ne, also ich drücke da wirklich dagegen, die bewegt sich natürlich, aber die sitzt wirklich bombenfest drinne, macht für mich eigentlich auch einen sehr, sehr guten Eindruck. Und natürlich hier der Dachhimmel, das finde ich wahnsinnig toll, dass der hier so ausgekleidet ist in diesem Anthrazit. Also haben wir schon drüber gesprochen, Wohngefühl im den Niesmann wirklich klasse. Dann haben wir natürlich noch unsere schöne Küche hier. Erstmal der tolle Gastro-Kühlschrank, der auch schön kühl ist. Das, also ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber ich spüre es. Müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen auf dem Video. Und wir haben hier dieser Küchenauszug. Da war ich mir nämlich auch noch nicht so ganz sicher, ob das auch wirklich so funktioniert. Aber wir haben hier zwei Magnete. Das kann man sehen, wenn man da durch die Scheibe durchfilmt. Haben wir zwei Magnete, die das Ganze dann an diesem Metallteil halten. Und natürlich hier so ein Holz, um das darauf abzustützen. Und von der Stabilität her, also das kann man wirklich gut belasten. Ja, also da kann man wirklich gut was draufstellen. Das funktioniert. So, mache ich das Ganze mal wieder zu. Dann haben wir unser Brett. Das geht jetzt hier ein bisschen schwergängiger. Das ist dann hier drinne. Und lässt sich aber auch ganz gut beladen hier. Passt hier ganz gut rein. Das ist natürlich hier ein bisschen klapprig, aber ich finde die Lösung hier trotzdem wirklich gut gemacht und habe hier dann auch schön die Möglichkeit, was zu schneiden. Also auch der Mehrplatz, der dadurch einfach gewonnen ist. So, dann gehen wir mal ins Bad rein. Beim Bad haben wir genau die gleiche Thematik. Ja? Neue Mechanismen, auch die Tür. Da muss man ein bisschen geduldig mit sein und sich das für sich so rausklamustern, dass das auch funktioniert. Weil die hier und da ja einfach ein bisschen sensibel ist. Ne? Man sieht jetzt zum Beispiel, jetzt geht sie nicht zu und dann muss ich wieder ein bisschen nachdrücken, dann funktioniert es auch. Bin ich mal gespannt. So, dann haben wir unsere tolle Trennwand. Auch ganz neuer, ja, neuartige Lösung, sage ich mal, vom Bad. Ich habe hier diesen Riegel, den ich einfach nach hinten schiebe. Und dann ist die hier auch fest. Und ich habe da auch schon dran gerüttelt. Ne? Und habe versucht, die irgendwie rauszukriegen. Macht für mich einen stabilen Eindruck, dass es hält. Und kann dann die Tür hier auch schließen. Habe hier meinen Nassbereich. Muss hier genau wieder so ein bisschen nachdrücken. Wir sind jetzt im anderen Ice Move drinne. Und zwar will ich euch jetzt nochmal das Hubbett zeigen. Dafür natürlich, wie man es kennt, mache ich hier die Sitze zurück und dann habe ich hier meinen Hebel, beziehungsweise was ich vorher gucken wollte, das Hubbett sah damals im Video oder war damals im Video etwas klappriger. Man sieht schon, dass es eine Leichtbauweise ist und es wackelt auch hier und da, wenn man es anfasst, finde ich jetzt aber nicht tragisch, weil wie gesagt, es ist halt eine Leichtbauart. So, dann mache ich das runter. Wir haben dann auch hier einen Hebel, wo sich das Ganze dann praktisch einen toten Punkt, wo es dann nicht mehr weitergeht. Macht jetzt für mich eigentlich einen sehr stabilen Eindruck. Ich lege mich aber trotzdem mal drauf. Da habe ich jetzt hier eine Matte, dann steige ich hier praktisch drauf, dass ich hier auch keinen Abdruck hinterlasse. Ne? Ist noch eingepackt und ich lege mich jetzt auch drauf. Ich habe jetzt zwar hier nicht die ganze Matratze, weil das Teil hier wird jetzt noch umgeklappt. Möchte ich jetzt aber nicht machen, weil es ja wie gesagt ein Kundenfahrzeug ist. Und naja, wenn ich mich ein bisschen drauf bewege, dann wackelt es auch. Ja, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, das gefällt mir nicht so arg. Aber ich habe es nochmal erwähnt, das ist eine Leichtbauweise. Das hat ja auch Niesmann selber auch entsprechend so kommuniziert. So, mache ich das mal hoch. Muss mal gucken, wie das am besten... Also hier hakt sie jetzt ein, aber das ist noch nicht oben. Ja, also zum Bett hochmachen, am besten so ein bisschen mittig greifen. Ja, der Mechanismus ist schwierig, muss ich sagen, aber trotz alledem finde ich die Lösung vom Bett wirklich klasse.
Wir haben jetzt alles mal getestet. Das Fazit gibt es natürlich dann noch zum Schluss. Aber ich würde jetzt mal wirklich interessieren, wie sich das Fahrzeug während der Fahrt anhört. Also mal Klappergeräusche und alles Mögliche. Das interessiert mich. Deswegen schnappen wir uns jetzt den Schlüssel und fahren mal los. Wir sind jetzt praktisch aus dem Gelände rausgefahren und fahren den Niesmann jetzt einfach mal Probe, um auch mal so richtig Fahrtgeräusche zu hören. Bis jetzt haben wir natürlich noch nichts gehört, aber das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben ja gleich die A3 bei uns um die Ecke, da fahren wir jetzt einfach mal hoch. Natürlich schade, dass ich jetzt nicht die ORC-Felgen mal testen kann, weil die natürlich noch mal ein bisschen breiter sind in der Spur. Und auch durch den niedrigeren Luftdruck auch die Bodenwellen oder Unebenheiten auf der Straße ein bisschen besser ausgleichen. Aber ich denke, wir kriegen ja trotzdem einen ganz guten Test hin. Jetzt fahren wir gerade auf die Autobahn hoch. Jetzt gucken wir mal, was der Anzug, was er kann. So. Das sieht doch schon mal ganz dezent aus. Also ich bin wirklich erstaunt. Fahrgeräusche vorne im Fahrerhaus durch irgendwelche klappernden Teile, irgendwas haben wir hier gar nicht im Moment. Klar, sitzen wir jetzt hier nicht in einem Sportwagen. Aber auch die Kurvenfahrt ist sehr entspannt. Muss mich jetzt auch nochmal erkundigen, wie viel PS der drin hat, aber der zieht auch sehr schön an. Also mit 130 oder die LKWs mal so überholen oder so, ist gar kein Problem mit dem Fahrzeug. Also wie gesagt, 120 km/h fahren wir jetzt gerade auf der Autobahn mit dem Wohnmobil. Wirklich eine sehr, sehr entspannte Reisegeschwindigkeit. Und ihr hört es an der Stimme, ich muss hier nicht laut sprechen. Also ich kann hier ganz normal mich unterhalten. Durch diese ganzen Ausfilzungen und durch den Stoff, den wir hier im Fahrzeug haben, ist die Akustik hier auch wirklich klasse. Also man hört es kaum klappern. Macht für mich einen sehr, sehr guten und soliden Eindruck. Also wie man es eben von Niesmann und Bischof gewöhnt ist. Wir haben jetzt hier auch das Zenec Navi mit drinne. Haben hier links, das finde ich ganz toll, das werden wir euch dann nochmal einblenden, so ein Touchpanel, wo ich hier alles steuern kann, praktisch vor Fahrtantritt, kann ich dann meine Trittstufen einfahren, ich kann die Klappen verriegeln bzw. die Schubladen und ganz cool, ich kann den Abwassertank da auch noch über dieses Panel entleeren und es sieht auch wirklich schön aus, also es ist auch mit Touch gemacht, wie die Leuchten auch. Also auch der Innenraum hier vorne sieht man es jetzt auch wieder. Ne, das ist halt Niesmann und Bischof, muss man sagen, einfach schön gemacht, luxuriös, hohe Verarbeitung. Man hat jetzt hier nicht wirklich das Gefühl, dass man hier in dem typischen Fiat Ducato sitzt, meiner Meinung nach. Wir haben zwar dieses Element hier vorne, aber der Rest ist hier wirklich toll ausgekleidet und toll ausgeschmückt. Und es sieht einfach schön aus. Also hier ganz entspannt mit 110, 120 kann ich hier langfahren. Ich habe jetzt auch hier noch links und rechts so Halterungen für mein iPad, was ich da reinstellen kann. Hab hinten dran auch noch USB-Steckdosen, wo ich dann auch das iPad laden kann. Und da kann ich dann auch ganz gut mal Google Maps oder irgendwas anderes drüber abspielen. Weil wir haben zwar ein Navigationssystem hier drin, aber Google Maps ist natürlich noch mal ein Stück weit zuverlässiger, was das angeht. Ja, es ist halt, man muss schon sagen, man spürt schon, dass man hier in einem hochpreisigen Reisemobil drin ist. Natürlich von der Fahrweise an für sich haben wir jetzt nach wie vor den Ducato, aber ich habe es schon angesprochen, vom Feeling her, man hört den Motor nicht, man hört es hier nicht großartig klappern. Also geräuschetechnisch, auch die Verarbeitung hier vorne, ja, wenn man den Arm hier ablegt, das sind so Kleinigkeiten hier mit diesem Stoff ausgeschmückt, wo man sich dann einfach noch mal ein bisschen wohler fühlt. Und ich finde auch, ich bin ein großer Fan von so dunklen Dachhimmeln bei Fahrzeugen und das gefällt mir zum Beispiel auch hier richtig gut. Jetzt müssen wir hier noch kurz warten, bis der Kunde hier rausfährt, aber wir haben jetzt hier eigentlich mal eine Chance, hier einen Blick auf das Fahrerhaus zu werfen. Ich finde diese Schublade hier ganz, ganz cool gemacht. Kann ich schön hier Sachen reinlegen, mein Handy, Geldbeutel und alles. Und hier gerade wieder zumachen. Fenster haben wir hier auf der Seite. Und hier natürlich noch Sitzheizung. Und die Möglichkeit, die Sitze noch zu verstellen. So, jetzt fahren wir hier gerade wieder aufs Gelände. So, dann kommen wir mal zum Fazit vom iSmooth. Ich habe hier jetzt mal das Checkprotokoll mir zur Seite genommen. Ich muss sagen,
die Punkte oder die Mängelpunkte, die jetzt hier angegeben sind, die lassen sich wirklich an einer Hand abzählen und sind eigentlich auch Kleinigkeiten, die wir alle, glaube ich, lösen können. Zum Beispiel hier jetzt hier so ein Kratzer am Mülleimer, da muss halt auch der Mülleimer ausgetauscht werden. Das sieht man aber auch nur leicht, also es sind Kleinigkeiten im Prinzip. Man muss dazu sagen, Wohnmobil ist nicht gleich Automobil. Auch die Features, die der iSmooth drinne hat, sind natürlich etwas Tolles, Neuartiges, Bahnbrechendes. Und es ist halt eine Leichtbauweise, das muss man einfach verstehen. Und zu den Negativkommentaren, wo auch viele gesagt haben, ah, so viel Geld und dann dafür so wenig Wohnmobil und dann halt noch so komische Lösungen, die nicht erprobt sind. Aber das ist ja eben das Konzept vom iSmooth. Und jemand, der sich für den iSmooth entscheidet, entscheidet sich eben für Design, für dieses Unikat, für diese revolutionären Sachen, die wir da drin haben. Das Hubbett, die Tischlösung, die Sitzgruppe und. Also viele, viele Punkte, die das Fahrzeug wirklich ausmachen. Und ich habe es euch in der Probefahrt auch gezeigt. Fahrgeräusche waren bei dem Fahrzeug wirklich sehr angenehm. Auch man merkt einfach, dass man sich in einem Luxusfahrzeug befindet. Und da ist meines Erachtens, unseres Erachtens, nicht nur, dass wir von der Marke Niesmann und Bischoff überzeugt sind, sondern dass wir auch wirklich das Gefühl haben, dass der iSmooth sein Geld wert ist. An der Stelle bedanken wir uns, dass ihr es bis hierhin geschafft habt. Lasst uns gerne mal Kommentare da, was ihr euch noch wünscht zukünftig und wie euch das Video gefallen hat. Wir haben wirklich versucht, euch das transparent nahezubringen, auch das ganze Thema mal check zu zeigen. Finde ich auch sehr interessant. Wenn ihr da weitere Videoideen habt oder sagt, das würde ich gerne mal von euch sehen, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns auf den Austausch. Lasst uns gerne, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben da. Immer gut für den Algorithmus. Und zum Schluss natürlich unseren Kanal abonnieren, dass ihr solche Videos und zukünftige Videos nicht mehr von uns verpasst und dabei auch die Glocke aktivieren. Vielen Dank und dann sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ciao.